Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es schon wieder ein Update und das auch in einem Fall, den ihr mit Sicherheit alle kennt. Zuvor gibt es aber noch eine kleine Geschichte zu der Familie, die mir zwar schon länger bekannt ist, die ich aber nicht als Single Story herausbringen wollte. Und zwar geht es in diesem Update um den vermissten Fall von Hilal Ercan. Diese wird seit dem 27. Januar 1999, also seit 23 Jahren, vermisst. Als sie verschwand, war sie 10 Jahre alt. Ich fasse den Fall nochmal ganz kurz zusammen, damit auch wieder alle im Bilde sind. Vielleicht kennen einige nur noch den Namen oder können mit dem Bild was anfangen, aber wissen nicht mehr hundertprozentig, welche Story dahinter steckt. Die damals 10-jährige Hilal Ercan verschwand am 27. Januar 1999 im Hamburger Stadtteil Lurup. Sie hatte ein gutes Schulzeugnis nach Hause gebracht und durfte sich zur Belohnung Süßigkeiten kaufen. Hilal verließ dann das 8-stöckige Mehrfamilienhaus in der Elbgaustraße, in dem sie mit ihren Eltern und zwei Geschwistern wohnte. Gegen 13.15 Uhr wurde Hilal dann in einem nahegelegenen Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite zuletzt gesehen. Der Vater und die Mutter glauben nicht, dass ihre Tochter einfach weggelaufen sein könnte. Und die Polizei leitete bereits wenige Stunden nach dem mysteriösen Verschwinden eine Suche ein, die leider erfolglos blieb. Zu dem Fall, zu dem Verschwinden von Hilal, habe ich glaube ich auch so vor anderthalb Jahren schon mal ein Video gemacht. So, wie ging es denn weiter? Gab es dann irgendwelche prägnanten Punkte in der Geschichte? Am 27. April 2005, also genau 6 Jahre und 3 Monate nach dem Tag des Verschwindens, kam dann wieder Bewegung in den Fall. Und der wegen Sexualstraftaten an Kindern vorbestrafte Dirk A. aus der Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord am Standort Ochsenzoll in Hamburg-Langenhorn gestand, Hilal entführt und getötet zu haben. Noch während die Polizei den von ihm angegebenen Tatort auf Spuren durchsuchte, zog er dann das Geständnis wieder zurück. Er bestreitet die Tat bis heute und die Tat kann ihm auch nicht nachgewiesen werden. Er blieb aber die ganze Zeit der einzige Verdächtige. Anfang 2018 suchten dann Beamte der Ermittlungsgruppe Cold Cases erneut mit einer Plakatkampagne nach Hinweisen in dem Fall. Im September 2018 durchsuchte die Polizei dann nach einem Hinweis eines neuen Zeugen den Altonaer Volkspark. So, das war jetzt einmal die Darstellung sehr kurz des Falles und was ist in den letzten Jahren bzw. letzten Jahrzehnten passiert. Und dann gibt es jetzt erstmal eine tragische Geschichte in der Familie. Und zwar am 6.4.2022 erschien folgender Artikel in der Welt. Vater von vermisstem Mädchen greift Ehefrau mit Messer an. Möglicherweise, weil sie sich von ihm trennen wollte, hat der 56-Jährige seine Ehefrau mit einem Messer attackiert. Die 55-Jährige konnte den Angriff abwehren. Am frühen Dienstagnachmittag wurde der Vater des vermissten Mädchens, also von Hilal Ercan, in der Wohnung der Familie am Luthergrund im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Er soll seine Ehefrau mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei hat sich dann auf Nachfrage nicht zu den Hintergründen geäußert. Wie die Welt allerdings erfuhr, soll die Frau zuvor erklärt haben, sich von ihrem Ehemann trennen zu wollen. Wie ein Sprecher der Hamburger Polizei mitteilte, hatte die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft die ersten Ermittlungen bis in die Nacht zum Mittwoch geführt. Demnach soll es zwischen dem Tatverdächtigen, einem 56-jährigen Türken, und seiner 55 Jahre alten Ehefrau zu einem Streit gekommen sein, so der Sprecher. Im weiteren Verlauf soll dann der Tatverdächtige die Frau unter Äußerung einer Tötungsabsicht mit einem Messer angegriffen haben.
Bei der Abwehr des Messers soll die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitten haben. Die 32-jährige Tochter des Ehepaars soll ebenfalls versucht haben, ihren Vater von der Tat abzuhalten. Hierbei erlitt sie ebenfalls leichte Verletzungen an einer Hand, hieß es. Der Tatverdächtige muss sich heute wegen eines versuchten Tötungsdelikts vor einem Haftrichter verantworten. Und in einem Bericht von der Bild vom 23. August 2022 ist noch zusätzlich Folgendes zu lesen. Kamil Ercan musste darauf in Untersuchungshaft. Kamil äußerte sich zum Vorfall wie folgt. Wir waren eine glückliche Familie bis zu dem Tag, als unsere älteste Tochter Hilal verschwand. Bis heute konnten wir keinen Frieden finden. Seit Hilals Verschwinden litten alle in der Familie unter extremen Verlustängsten. Seine Frau sei apathisch und depressiv geworden. Er habe es als seine Aufgabe angesehen, die Familie zusammenzuhalten. Doch seit 2 Jahren habe seine Frau Trennungsabsichten geäußert und ihm am Tattag erklärt, ihn nie geliebt zu haben. Da habe ich die Kontrolle verloren. Mein Blick schwärzte sich. Das ist natürlich schon mal wieder eine ganz tragische Geschichte, dass dementsprechend ein Kind verschwindet und sich dann später so etwas in der Familie ereignet. Also ich sag mal so von meinem Gefühl her, dass das natürlich auch irgendwie mit dem Verschwinden von Hilal zusammenhängt. Aber was gibt es konkret Neues im Fall von Hilal? In der Bild vom 29. Juli 2022 wird Folgendes berichtet. In den vergangenen Tagen durchsuchte die Polizei im Zusammenhang mit dem vermissten Fall ein Waldstück am nördlichen Stadtrand. Die Beamten seien einer Spur nachgegangen, so ein Sprecher. In alten Akten waren sie auf den Fall eines mehrfach verurteilten Sexualstraftäters gestoßen. Und mit der Durchsuchung sollte geprüft werden, ob es auch einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Hilal gibt. Insgesamt 2,7 Hektar ist das Waldstück groß, das die Polizei in den vergangenen 25 Tagen mit je 18 bis 25 Beamten täglich durchkämmte. Und auch ein Gewässer wurde mit Hilfe von Tauchern abgesucht. Eine heiße Spur gab es bis jetzt nicht, lediglich ein paar Metallgegenstände, die während der Aktion sichergestellt wurden, sollen in den kommenden Tagen untersucht werden. Dann wird nochmal darauf hingewiesen, dass bisher auch diverse groß angelegte Suchaktionen erfolglos blieben und die Vermutung, dass die 10-Jährige auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in ein Auto gezogen und verschleppt wurde, gilt seit Jahren als die wahrscheinlichste Theorie. Und bis heute leidet ihre Familie unter dem Verlust und wünscht sich Gewissheit. Gut, also auch in diesem Fall wird dann gesucht. Ich weiß jetzt nicht, ob dementsprechend mit diesem mehrfach verurteilten Sexualstraftäter der schon damals Verdächtige Dirk A. gemeint ist. Und man könnte es fast vermuten, denn er war damals verdächtig und steht natürlich in den Akten drin und es wird von alten Akten gesprochen, die höchstwahrscheinlich zum Fall von Hilal gehören. Ansonsten hätte man mit Sicherheit von Akten aus einem anderen Fall gesprochen. Wenn es jetzt tatsächlich diese alte Spur ist, warum und wieso man jetzt diese alte Spur wieder aufgenommen hat, darüber gibt es keine Informationen. Ich habe auch noch in anderen Zeitungen geguckt und alle Zeitungen haben nur das Gleiche jetzt hier berichtet. Also es gibt da ansonsten keine weiteren Informationen. Ich denke, wir müssen da dementsprechend einfach mal abwarten. Aber ich wollte euch einfach mitteilen, dass dementsprechend wieder eine Suche stattgefunden hat. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück, dass auch in diesem Fall dann mal wieder etwas passiert, wie in dem Fall von Sonja Engelbrecht, zu dem ich dann morgen auch wieder ein Update machen werde, denn auch da gibt es Neuigkeiten. Tja, und dass der Vater von Hilal dann 3 Monate praktisch, bevor jetzt diese neue Meldung kam, da durchgedreht ist, ist natürlich tragisch, aber
Ich hatte ja schon mehrfach darüber berichtet. Man muss auch immer mal schauen, was dementsprechend denn mit den Familien passiert, in denen Kinder oder Personen verschwinden. Wir haben dementsprechend sehr, sehr viele Fälle gehabt oder haben Fälle gehabt, wo sich dann zum Beispiel in dem Fall von Debbie war das, glaube ich, die Schwester später selber getötet hat. In dem Fall von Joachim hat sich dann dementsprechend der Bruder oder der Bruder ist dann drogensüchtig geworden, ist dann letztendlich auch gestorben und es gibt viele solche Geschichten, wo die ganze Familie dann in Mitleidenschaft gezogen wurde. In dem Fall von Joachim war es so, dass Joachim getötet wurde und Debbie ist seit 1996 verschwunden. Aber diese Thematik, was dann so mit den Familien passiert, gerät immer sehr stark ins Hintertreffen. Es gibt sehr selten dann Informationen darüber, was dann mit den Familien passiert. Das passiert dann gerne immer im Verborgenen und wir hatten ja gestern den Fall von der Gabi Späth und da ist es ja so, dass die Familie die Öffentlichkeit scheut oder mit der Öffentlichkeit nichts mehr zu tun haben will. Vielleicht hat es da damit zu tun, dass die Familie auch wirklich entweder ziemlich zerstört dadurch ist oder dementsprechend einfach sagt, wir müssen mit diesem Fall abschließen, wir müssen mit der Geschichte von Mutter verabschließen oder der Ehefrau und versuchen einfach normal weiterzuleben. Gut, das soll es erst einmal mit dem Video gewesen sein. Dann gibt es heute keinen längeren Clip, also eben nur in Anführungsstrichen dieses kurze Video mit einem Update. Dann wirst du jetzt einmal über den aktuellen Stand Bescheid. Und wie schon gesagt, morgen gibt es dann das Video zu Sonja Engelbrecht. Und ich werde auch weiterhin schauen, dass ich Informationen finde, dass ich Update zu Fällen finde und werde die entsprechend dann an euch auch kommunizieren in einem Video. Dass ich jetzt gerade gestern ein Update zum Fall von Hillal gefunden hatte und auch von Sonja, war purer Zufall, aber anscheinend scheint es doch in vielen Fällen immer noch neue Informationen zu geben, die irgendwie auch nicht großartig an die Öffentlichkeit dringen. In diesem Fall hatte ja auf jeden Fall die Bild dementsprechend darüber informiert, aber ich habe jetzt auch auf YouTube nochmal gesucht vorher, ob es dazu irgendwelche Videos gibt, zu dem Thema, zu einem Update, aber gar nichts. Aber ihr seht ja, wenn es um Updates geht, dann seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Also, nochmal der Aufruf. Gerne abonnieren und die Glocke betätigen. Und wenn es dann auch ein neues Update gibt zu einem Fall, werdet ihr sofort informiert. Gut, dann passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.